Das Heben ist seit wahrscheinlich mittlerweile Jahrhunderten oder Jahrtausenden immer wieder ein Grund dafür, dass Menschen einen Rückenschmerz entwickeln. Heben ist natürlich etwas, was ein großes Bewegungsausmaß erfordert, viel Mobilität in verschiedenen Gelenken, viel Kraft, je nachdem, was man hebt, teilweise unhandliche Dinge, teilweise in ganz, ganz schwierigen Situationen, wo ich mich komisch verrenken muss. An sich ist das Heben aber ein Prozess, der absolut zum Leben dazugehört und der nicht vermieden werden sollte, weil wir brauchen es eigentlich tagtäglich. Bisher wurde lange Zeit kommuniziert, dass ein Rundmachen des Rückens und eine Rundung des Rückens schlecht für die Bandscheibenstrukturen sei und für den Rückenschmerz verantwortlich ist. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 8 bis 10 Jahre zeigen allerdings, dass das nicht der Fall ist, sondern im Gegenteil. Gerade wenn wir das Heben vermeiden, wenn wir die Beugung der Lendenwirbelsäule komplett vermeiden in unserem Alltag und auch im Hebeprozess, kommt es häufig zu diesen klassischen, immer wiederkehrenden Hexenschüssen, weil man auch mit Bewegungsangst und mit Vermeidung zu tun hat und weil man sich dabei nicht gut fühlt. Was aber, wenn wir wieder zu den ursprünglichen Bewegungsmustern zurückkommen, so wie auch ein Kind beispielsweise hebt, was sich keine Gedanken mehr drüber macht. Das macht den Rücken auch rund beim Heben. Ja? Da müssen wir wieder hinkommen. Natürliche Bewegungsmuster weg vom Vermeidungsverhalten und hin zu normaler und gut ausgewogener Bewegung. Ein Medizinball beispielsweise ist auch etwas relativ Unhandliches. 10 Kilo sind nicht wenig. Die klassischen Modelle, die bisher vermittelt wurden, waren zum Beispiel, mach den Rücken auf keinen Fall rund, geh in die Knie und heb aus den Knien hoch. Ja? In dem Fall habe ich extrem viel Belastung, wenn wir mal ehrlich sind, auf meinen Knien. Ich habe eine maximale Kniebeugung und habe extrem viel Gewicht, was extrem durch die Knie abgefangen werden muss und hochgehoben werden muss. Normalerweise arbeitet der Körper aber nicht mit hol alles aus den Knien oder hol alles aus dem Rücken. Ja, ein anderes Modell wäre beispielsweise das hier. In dem Fall habe ich sehr viel Belastung in meinem unteren Rücken. Was aber, wenn ich das Ganze kombiniere, was der Körper normalerweise auch tut? Ich hebe normal auch ein Glas nicht nur aus dem Ellenbogen an oder nur aus der Schulter, sondern meistens ist es eine kombinierte Bewegung. Und das ist in diesem Fall ganz genauso. Ich stelle mich relativ nah ans Gewicht, soweit so gut. Gehe jetzt leicht in die Knie. Es darf eine leichte Beugung zustande kommen, weil das vom Körper so durchgeführt wird. Natürlich brauche ich eine gewisse Kontrolle. Ich sollte nicht maximal rund sein, ich sollte aber auch nicht maximal im Hohlkreuz sein, so wie es bisher auch immer vermittelt wurde. Ja, so wie so ein Gewichtheber. Es ist ganz normal, dass ich mich leicht rund mache und dann das Gewicht hochhebe. Und wenn wir ehrlich sind, sieht das auch natürlicher aus als das hier. Das hat häufig einfach mit Idealen und Vorstellungen zu tun, die jetzt über die letzten Jahre vermittelt wurden. Aber probieren Sie es mal selber aus, wenn es für Sie schmerzfrei ist. Ansonsten müssen Sie sich anders vorbereiten. Es ist normal, nicht maximal rund, nicht maximal gerade zu sein, sondern in allen Gelenken etwas Belastung zu haben. Nicht in einem Gelenk alles. Okay.